Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Everdrop Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses wirklich lange Schätzelein auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist der Everdrop Adventskalender, der 129,99 € kosten soll, also kostet. Also ich habe ihn dafür gekauft tatsächlich. Und es ist der breiteste, längste, wie auch immer, Adventskalender, den ich hier bislang ausgepackt habe. Das ist echt, ne, kann man schön auf Sideboard stellen. Ich hoffe, dass wir also hier wirklich coole Kooperationspartner von Everdrop auch drin finden werden. Denn ich glaube, 130 Tacken für Putzmittel wäre ein bisschen hardcore. Und deswegen bin ich umso gespannter, welche weiteren Kooperationspartner sich Everdrop gesucht hat, um einen schönen, nachhaltigen Adventskalender zu gestalten. Ja, wir haben ein relativ schönes Design. Das ist auch wohl ein Wendedesign, aber ich lasse dieses hier einfach mal vorne, glaube ich. Oder drehe ich das um? Na, ich glaube, ich drehe es um. Und am Ende sehen wir dann, wie dann die andere Seite aussehen würde. Ne? Farblich finde ich den jetzt nicht beautiful. Ich finde ihn sehr schön zurückhaltend. Ich würde ihn, wenn ich ihn mir hinstellen würde, tatsächlich noch so ein bisschen dekorieren mit ein bisschen Tannengrün oder so. Ne? Ja, genau. Ich habe aber Bock, einfach mal reinzugucken und wir starten mit der Nummer 1. Die ist lang und schmal. Hier haben wir drin immer schön neugierig bleiben von Everdrop. Ach, guck mal, du kannst dir hier immer wieder wohl die QR-Codes scannen. Das ist interessant. Hier haben wir drin Color-Waschmittel mit Bergamotte, Patchouli und Zedernholz. Für eine Waschladung ist das geeignet. 40 Gramm. Auf jeden Fall eine Größe oder ein Produkt, womit man das einfach mal ausprobieren kann. Ich hatte letztens in der Trend Raider Box auch tatsächlich was von Everdrop drin. Ein Vollwaschmittel habe ich aber noch nicht angefangen zu verwenden. Und da habe ich auch den Code, der mit drin war, auf den Adventskalender angewendet, um ihn etwas günstiger zu bekommen. Ne? Da bin ich sehr gespannt, wie das so riecht und ja, ausprobieren. Nee, ich drehe das nicht um, weil auf der anderen Seite stehen gar keine Zahlen drauf. Das ist ja blöd, ne? Die Nummer 2. Der erste Kooperationspartner, den wir hier von Everdrop finden, ist Kraftvoll. Kürbiskerne gebrannt mit Lebkuchengewürz. Hammergeil. 10 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, das ist einfach ein kleiner Snack zwischendurch. Ist ein kleines Produkt. Also wir haben jetzt zwei Probegeschichten, sage ich mal, was ich jetzt in einem 130 € Adventskalender ein bisschen mau finde. Vielleicht hat die Nummer 3 mehr zu bieten, denn sie ist definitiv größer. Als nächster Kooperationspartner stellt sich vor Kuchentratsch, Deo-Rosen, genau, Deko-Bio-Rosenblüten, das finde ich schön, die kann man auch so drüber streuen, über Kuchen und so weiter, ne? 8 Gramm sind hier drin enthalten und das ist auch ein süßes Backglas, sowas mag ich auch ganz gerne. Der Hofladen bei uns in der Gegend, wo ich gerne halt auch einkaufe für Geschenke, Weihnachtsgeschenke, Mitbringsel und so weiter, hat auch immer alles in so süßen Weggläschen, das ist einfach hübsch. Jedes Glas unterstützt unsere Seniorinnen. Mhm, interessant. Auch die Nummer 4 ist wieder lang und schmal. Da haben wir wahrscheinlich auch wieder so ein Einmal-Proben-Feed drin. Und zwar, hier haben wir das Vollwaschmittel mit Grapefruit, Feige und Sandelholz von Everdrop drin enthalten. 40 Gramm sind das. Ja, kann man sich einfach mal ein bisschen durchprobieren und schauen, inwiefern man das so mag. Hier ist kein Scan-Mich dabei, das war nur in der 1. Der Tag von Nikolaus, die Nummer 5. Bartreiniger-Tab, ein Stück. Ein Putzmittel-Tab zum Auflösen mit Pfefferminz, Rosmarinduft. Und das kann man sich dann einfach in so eine Sprühflasche geben, zusammen mit Wasser und hat dann wirklich einen kompletten Badreiniger. Das finde ich wiederum schon wieder cool, weil ja im Prinzip hast du damit dann ja 500 ml Reinigungsprodukt fertig schon. Ne? Also sieht klein aus, hat aber eine große Wirkung. An Nikolaus wünsche ich mir natürlich ein bisschen was Größeres, was Spezielleres. Das wäre ganz toll. Und hier haben wir auch was Tolles drin und zwar von Fair Afric, Made in Africa, Creating Jobs, Loving Chocolate. 70% Zartbitterschokolade mit Kakaosplittern. 80 Gramm haben wir hier drin, die ist super fair und so weiter und so fort. 70% of the world's cocoa comes from West Africa, also 70% von den Kakaoviechern an sich, ne? Und weniger als 1% der Schokolade wird dort gemacht, okay. Also wird dann quasi die Rohschokolade exportiert, um es woanders herzustellen. Das heißt, der Wertschöpfungsprozess ist dann leider nicht in dem Land, wo das Rohprodukt produziert wird. Das ist schade, ne? Aber das ist gut, wenn da auch, ja, die sich da involvieren und das unterstützen und wir das ja dann quasi auch mit dem Kauf mit unterstützen.
Die Nummer 7. Hier ist ein Glasreiniger-Tab drin mit Salbei und Basilikum-Duft. Das ist ja auch interessant. Und hieraus bekommst du 500 ml eines Reinigungsproduktes. Das finde ich auch ganz schön. Ich persönlich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich grobe Verschmutzung auf Spiegeln oder Glasflächen hast, hilft das nicht ganz so gut. Aber also für die reguläre Putzroutine reicht's. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und sie ist richtig schön groß. Da kann ordentlich was drin sein und wir haben hier ein Säckchen drin. Ja, beziehungsweise zum einen kannst du das, also am besten kannst du das eigentlich sogar verwenden als Gemüsebeutel, wenn du einkaufen gehst, ne? Und dann musst du halt da nicht die Plastiktüten kaufen oder so, dann kannst du es einfach von zu Hause mitnehmen und wieder nach Hause mit nach Hause nehmen. Und zu Hause einfach waschen und weiterverwenden. Du kannst es aber auch für vieles anderes nehmen, als Wäschenetz oder als, keine Ahnung, Schmutzwäschenetz, wenn du in Urlaub fährst oder sonst irgendwas, ne? Ist eine ganz praktische Geschichte, definitiv. Die Nummer 9. Auch hier haben wir wieder ein bisschen Waschmittel drin, und zwar ein Sportwaschmittel, Blumenwiese, geil, Vanille, Jasmin und Zitrone, hört sich richtig gut an. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Das wird auf jeden Fall alles ausprobiert, ne? Bin ich echt gespannt drauf. Und das riecht richtig gut. Die Nummer 10 und die Nummer 23 sind einfach die größten. Oh, hier haben wir Tücher drin. Und zwar Everdrop Geschirrtücher, Tea Towels mit aus Baumwolle und Leinen. Danke, dass du mich gerettet hast. Ach süß. Mhm. Kann man sich noch drüber informieren, was genau man so gemacht hat. Wiederverwendbar, es ist sehr praktisch. Waschbar bei 40 Grad. Ja, ich wasche eh mittlerweile nur noch alles bei 40 Grad oder weniger Gradzahl halt, ne? Und da sind halt zwei Tücher drin. Das finde ich schön. Ich mag solche Geschirrtücher prinzipiell auch sowieso, ne? Richtig gerne leiden. Und das passt halt auch so ein bisschen zu unserem rustikalen, modernen Landhausstil, den wir so haben. Schön. Die Nummer 11. Also wir haben Gott sei Dank nicht einen reinen Putzmittel-Adventskalender. Das finde ich schon mal sehr positiv. Es sind halt auch so Tools und so dabei. Hier haben wir einen Pop-Up-Schwamm. Ach, wie süß ist das denn von Everdrop? Thank you for making the world a cleaner place. Also du hast überall so Danksagungen draufstehen. Das ist halt auch irgendwie total fancy, ne? Ein Zellulose-Schwamm. Also ja, in Kontakt mit Wasser wird dann halt so aufgehen, was ich sehr, sehr schön finde. Und das spart natürlich enorm so hier Versendungsgeschichten, ne? Transportkosten und so weiter und so fort. Finde ich schön. Würde ich mir sowas im Laden kaufen? Eher weniger, weil es wahrscheinlich ziemlich teuer ist, ne? Halbzeit, die Nummer 12. Biotique. Was ist das? Chiemgauer Teemanufaktur. Wir lieben Alpini. Mhm, hier ist ein Tee drin. Bio-Früchtetee mit Orange-Zimt-Geschmack. Ja, okay. Pfiffiger Beppi, so heißt der. Okay, haben wir einen Teebeutel hier drin. Die Nummer 13. Oh, hier haben wir so einen Portionierer. Das finde ich klasse. Ich habe tatsächlich auch einen aus Plastik noch, aber aus Holz ist viel, viel schöner. Und da ich ja zum Beispiel auch jetzt umsteige generell auf Pulverwaschmittel, kann ich die auch sehr gut gebrauchen. Und ich weiß nicht, 5, 15 und 30, wofür genau da steht. Gramm vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber damit kann man auf jeden Fall sein Waschmittel ganz gut portionieren. Finde ich toll. Auch die Nummer 14 ist so super schmal. Little Bee Fresh wünscht eine schöne Weihnachtszeit. Ein Bio-Bienenwachstuch, nachhaltige Frischhaltefolie. Das habe ich jetzt schon mal öfters auch in Boxen und so weiter drin gehabt. Das ist gar nicht so super innovativ und neu, sage ich mal. Aber es ist halt immer mehr im Kommen. Lebensmittel clever und plastikfrei verpacken. Also du kannst mit sowas halt super auf Frischhaltefolie und Alufolie verzichten. Klar, wenn man sowieso alles in Pötten aufbewahrt, so wie wir das machen, hat man das Ganze ja schon sehr nachhaltig, ne? Du hast ja auch noch einen 15% Rabattcode mit dabei und so. Das klebt ein bisschen komisch. Und hier ist halt dieses große Bienenwachstuch drin. Und mit der Handwärme, übrigens schönes Muster, ne? Kann man das dann formen. Also das legt man dann über zum Beispiel Schalen oder sowas. Da kann man das ganz toll drüber machen und kann das dann einfach abwaschen und weiterverwenden. Und wenn das halt im Kühlschrank ist, dann wird es halt hart, ne? Und also ich finde es praktisch, definitiv, aber da wir schon sehr nachhaltig unsere Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren, brauchen wir persönlich das jetzt so nicht. Die Nummer 15. Das nächste Waschmittel ist am Start, und zwar ein Feinwaschmittel mit Limette, Neroli und Rosenholz. 32 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ja, ne, das muss man halt einfach mal probieren. Das würde ich dann für Wäsche verwenden, die ich nachher nicht in den Trockner packen werde oder so. Halt, wie zum Beispiel diese Mütze oder sowas. Ne? Das sind dann halt Sachen, die ich nachher auf die Leine hänge. Oder halt bei uns in der Wohnung, weil wir einen Kamin haben und dann ist die Luftfeuchtigkeit immer sehr niedrig. Und um sie wieder hochzukriegen im Winter, hänge ich hier halt überall meine Wäsche auf. Cool.
Oh, die Nummer 16 ist ziemlich schwer. Was ist denn? Okay, bei Wild Plastic, Müll gegen Müll. Mit dem Code Wild Christmas jetzt 5 Euro Rabatt sichern in unserem Webshop bis zum 6.01.22. Gültig auf einen Jahresvorrat Wild Bags. Befreie die Umwelt mit uns von wildem Plastik, vermeidet Neuplastik, verbessert die Lebensbedingungen der Sammler und Sammlerinnen, spart bis zu 60% CO2. 15 Stück, ab 15 Liter sind hier drin enthalten. Okay, ja, das sind Müllbeutel, die dann wahrscheinlich einfach aus Recyclingmaterial bestehen. Sowas in einem Adventskalender ist halt echt hart, ne? Aber es ist, ja, man ist drauf eingestellt mit dem ganzen Everdrop und so. Das muss man halt auch dazu sagen. Also das ist... Fazit kommt später. Die Nummer 17. Hier haben wir, wow, die riechen intensiv. WC Aktiv-Tabs zur direkten Anwendung im WC. Limette, Zitronengras und Patchouli. Hier sind 4 Tabs drin. Und ja, das sind einfach Tabs, die man ins Klo schmeißt. Ich verwende da aktuell noch die Cookie-Dent-Viecher für, weil ich hatte mal, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir eine Riesenpackung von diesen Cookie-Dent-Viechern gekauft. Und ja, da ich meine Zahnschiene, meine Beißschiene halt nicht mehr so verwende, weil ich nicht mehr so knirsche bzw. nicht mehr so presse mit meinen Zähnen, verwende ich die halt jetzt einfach als Kloreiniger, ne? Und es funktioniert. Aber gut, alternativ kann man die halt auch ganz einfach verwenden und ja, macht halt das Klo und die Rohre sauber. Die Nummer 18, die ist auch schwer, da rollt irgendwas. Und wir sind in der Weihnachtswoche, Leute. Hier kommt der nächste Kooperationspartner um die Ecke. Und zwar Taste That Matters. Bio und Fair Winterzauber Glühwein Gewürzmischung. Ja, kannst du einen Glühwein basteln, ne? Das ist schon mal ziemlich cool. Besteht aus Kokosblütenzucker, Zuckerkaramellschmelz. Nee, Quatsch. Das ist ein Rezept. Aha. Ja, da ist einfach Zimt, Piment, Kardamom, Sternanis und Nelken drin. 45 Gramm sind hier drin enthalten und halt das Rezept, wie man sich Glühwein zubereitet. Finde ich gut. Die Nummer 19. Etwas Großes von Everdrop. Ich glaube, das war als Sneak Peek auch mit angegeben. Hier haben wir eine Spülbürste und sowas finde ich schön. Sowas mag ich gerne leiden. Ne? Das ist halt hier so eine Bürste. Und das ist Holz und dann kann man so Töpfe und... Sachen abspülen damit und so. Finde ich gut. Mag ich gerne leiden. Ne? Ist gut. Fühlt sich mal an wie so eine Trockenbürste für den Körper. Die Nummer 20. Oh, hier sind wieder so Säckchen-Gedönsen. Ja. Das ist ein Jutebeutel. Finde ich auch klasse. Verwende ich auch immer wieder. Und wenn ich vielleicht mal den einen oder anderen überhabe. Ich bringe ja auch öfters was zur Tafel zum Beispiel. Und die freuen sich immer tierisch, wenn ich dann Sachen halt auch in Säcken vorbeibringe. Entweder nehme ich dann halt eine Tasche, die wir hier haben. Oder ab und an, ne, wenn wir dann beim Aldi an der Kasse stehen und merken, oh je, wir haben doch mehr gekauft, als wir an Tüten dabei haben. Dann kaufen wir uns auch mal eine Aldi-Tüte. Aber da packen wir dann auch immer die Sachen rein, die wir zur Tafel bringen. Und deswegen, ich habe immer einen Bedarf an Jutesäcken. Und an Taschen und so weiter. Und hier ist auch eine Tasche dann von Everdrop, finde ich schön. Time to change, be the change. Und cool ist halt, wenn du so einen Jutesack wirklich auch dann verwendest und man das halt lesen kann. Ne? Dann, ja, nach dem Motto Spread the Love und so weiter, verbreitet man die Botschaft dann auch ein bisschen mehr in der Welt. 21. Oh, das sind so Spüllappen. Das ist interessant. Schwammtücher, ja, Spongecloths. Ja, die sind toll. Sowas mag ich. Sowas verwenden wir auch. Also entweder halt die Spülbürste, wenn man grobe Verschmutzung hat oder halt solche Schwammtücher, wenn man zum Beispiel Pfannen sauber macht. Und hier sind 2 Stück von drin. Finde ich gut. Schön, dass wir jetzt auch mal so ein paar mehr Tools haben, ne? Und nicht jetzt hier ein Waschmittel nach dem nächsten. Das gefällt mir. Die Nummer 22. Sagte sie und erhielt ein Küchenreiniger-Tab. Ja gut, damit komme ich aber auch wiederum klar. Bergamotte, Limette-Duft, ne? Da bekommst du ja ein komplettes Spülprodukt durch. 500 Milliliter Flüssigkeit machst du dazu und dann hast du dein Produkt fertig. Am besten, wenn du halt schon irgendwelche Sprühflaschen zu Hause hast, wo du vorher im Vorfeld schon das Produkt drin hattest, was du dir mal irgendwann gekauft hast und jetzt vielleicht anfängst mit dem Adventskalender, sukzessive darauf umzusteigen, kann man ja die Verpackung auch weiterverwenden, ne? Finde ich ganz gut. Und es gibt auch bei Everdrop noch extra solche Flaschen, die man kaufen kann, aber das erfüllt meiner Meinung nach nicht den Sinn des Ganzen. Also am besten die Verpackungen verwenden, die man schon vorher da hatte. Wow, die Nummer 23. Mensch, es ist schon der Tag vor Heiligabend hier. Hier haben wir da Tücher drin. Sowas, das mag ich ja einfach, ne? Wenn du sowas mit dabei hast. Das sind Spültücher. Oh, hier kannst du aber auch spülen, meine Damen und Herren. Da haben wir aber ganz schön viel hierfür gekriegt. Danke, dass du mich gerettet hast. Auch hier wieder, ne? Da haben wir 2 Stück drin. 100% Baumwolle, 26 x 26 cm sind die groß. Ja,
ist, ne, kannst du als Spültuch oder als Putzlappen halt auch oder als Putztuch verwenden. Wenn ich das Bad sauber mache, dann verwende ich halt gerne solche Tücher. Ja, schön. Die Nummer 24, Heiligabend, ist am Start. Und da bin ich auch mal gespannt, was wir jetzt hier drin haben. Auch gut. Ja, jetzt haben wir halt so eine Flasche, wo ich eben von gesprochen habe. Ne? Da kannst du dir dein Produkt dann quasi selber drin anmischen. Wie gesagt, das kannst du halt bei Everdrop kaufen. Hier steht jetzt Spülmittel drauf. Gut, ne? Und hier ist dann auch das Spülmittelpulver drin zum Auflösen mit Limone, Minze und Minze. Minze reden, Claudi, reden. Und Ingwer, 25 Gramm sind hier drin enthalten. Und das verwendest du einfach hier auflösen, reinlösen, wie auch immer. Und hast dann halt ein Spülmittel da stehen. Ich finde diese Flaschen halt auch hübsch, aber ja, ne, wenn man halt noch eine Flasche zu Hause hat, kann man die auch verwenden. Und ja, haben wir am Ende noch ein bisschen Spülmittel, wo wir ja schon dabei sind, einen riesengroßen Abwasch zu machen. Was man aber auch Heiligabend oder Weihnachten an sich gebrauchen kann, weil da kommen sie ja alle zusammen und da hat man auch ein bisschen mehr abzuwaschen. Fazitieren wir nun auch diesen Adventskalender. Im Großen und Ganzen ist es ein Putz-Adventskalender. So das ein oder andere Naschi haben wir dabei, ne? So ein bisschen was anderes halt auch mal. Aber an und für sich geht es hier ums Putzen. Da stellt sich für mich halt immer die Frage, wem schenkt man das? Wenn ich das meiner Mom oder meiner Oma schenke, dann kriege ich eine Watsche höchstwahrscheinlich. Jetzt mal ohne Witz, ne? Aber wenn ich mir den halt selber kaufe, weil ich das interessant finde, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich jetzt die Weihnachtszeit drüber gefreut hätte, da irgendwie jeden Tag damit konfrontiert zu werden, da unterschiedliche Putzprodukte auszupacken. Für mich ergibt es definitiv Sinn, den als ich auszupacken, die sich halt den Adventskalender kauft und das Ding komplett öffnet, um halt das ganze Sortiment mal kennenzulernen. Ja, aber als Adventskalender finde ich das halt schwierig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr euch vorstellen könnt, wie man das schenken könnte, also so eine Zielgruppe, ne? Das fände ich wirklich interessant. Klar, es ist so ein fair und hast du nicht gesehen Adventskalender, den man natürlich jemandem schenken kann, der oder die Bock drauf hat, so ein bisschen mehr in dieses Thema einzusteigen. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich darüber freut, mal irgendwann Müllbeutel oder WC-Tabs drin zu haben. Einfach meine Meinung, ne? Trotzdem, die Produkte finde ich interessant. Ich war zeitweise ein bisschen vorsichtig und verhalten, weil ich gedacht habe, ui, da kriegen wir jetzt eine Einmalanwendung nach der nächsten, was Waschmittel angeht. Aber unterm Strich sind das alles wirklich tolle Produkte, wo ich echt Bock drauf habe, das Sortiment auszuprobieren. Und ich gucke mal, ob ich euch da auch in dem Aufgebraucht-Video Reviews zu geben kann. Bei Waschmittel sage ich halt eh meistens, hat halt gewaschen, ne? Was soll ich da groß zu sagen? Wir haben jetzt nicht so die Ultra-Verschmutzung oder so. Ja, ich finde es aber auf jeden Fall interessant. Für mich persönlich hat es sich gelohnt und ich weiß jetzt auch nicht, wie das vom Wert aussieht. Ich habe euch das eben eingeblendet. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne? Aber ja, ich finde ihn gut. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!